In diesem Video habe ich einen Interviewgast und das ist die Lisa Hoffmann. Lisa Hoffmann war bei mir in der Ausbildung, um Verkaufstexterin zu werden. Und sie ist es heute. In welchem Bereich sie tätig ist, was sie erreicht hat, wie ihr Leben aussieht und wieso die Vorstellungen davon sind, Ziele zu erreichen, was dafür notwendig ist, das Rüstzeug, wie spannend es ist und was das auch aus dir als Menschen machen kann, wer du werden kannst. Das alles sind Inhalte aus diesem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's. Heute haben wir einen Interviewtag angekündigt, schon länger, und die Lisa ist heute mit dabei. Ich nutze gerade 2-3 Worte, um das ganze Thema mal einzuleiten, warum wir überhaupt das Interview machen und was hier überhaupt Sache ist jetzt. Und zwar habe ich mich gefragt, ich kann ja viel erzählen, ich mache meinen Beruf seit 12 Jahren und hier geht es ums Verkaufstexten, hier geht es auch um unsere Ausbildung, werde Verkaufstexter. Das heißt also, alle diejenigen, die hier in der Gruppe dabei sind, die werden sich unter Umständen fragen, ist das etwas, was ich beruflich machen kann, machen will, was mir gefällt, kann ich mir mein Leben damit vorstellen? Und ich dachte, es ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn wir jemanden fragen, der nach mir den Weg gegangen ist, der bei mir im Coaching war und der heute mit ausbildet. Und das ist die Lisa jetzt in dem Falle. Und damit habe ich dich schon halb angekündigt, denn du bist hoffentlich schon längst Texterin, E-Mail-Texterin im Speziellen. Das ist so ein bisschen deine Spezialisierung. Und du bist für einige, sagen wir mal, illustre Klienten unterwegs. Und jetzt mit den Worten gebe ich mal an dich, stell dich vor und sag mal, wenn du magst, für wen du so arbeitest und was du so tust. Okay, hallo, erstmal in die Runde. Ich bin die Lisa und ich bin Copywriterin und habe mich, wie der Mario schon gesagt hat, auf E-Mail-Marketing spezialisiert. Ganz kurz zu mir, ich bin 29 Jahre alt, noch nicht mehr lange. Und noch lebe ich auch noch in Deutschland. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch zu dem Thema. Für wen ich arbeite, unter anderem die Sales Angels, falls das jemand ein Begriff ist. Die machen Online-Marketing sehr großen Umfang. Und noch andere Kunden, aber ich erwähne die jetzt mal nicht hier. Okay, sagen wir Sales Angels. Sales Angels ist ja auch stark positioniert im Bereich, sagen wir mal, also die machen einiges im Bereich Online-Marketing, aber die sind sehr stark so als Hintergrundwissen spezialisiert auf Buchgeschichten. Ja, alles das ist so ein Teil, was die unter Umständen hauptsächlich machen. Genau, okay, alles klar. Also, du bist für Kunden unterwegs und das ist vielleicht auch eine coole Sache, die mir jetzt direkt dazu einfällt, wenn du sagst, das sage ich nicht. Wir als Verkaufstexter unterliegen auch ganz gerne mal der Verschwiegenheit. Das ist sowieso eine schöne Berufsethik, also nicht immer alles auszuplaudern. Aber tatsächlich ist das ein Teil, dass wir unter Umständen sogar Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben. Und das liegt daran, dass wir im Namen anderer auch schreiben. Und daher kommt das auch, dass wir Ghostwriter sind. Das kommt übrigens, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir nicht unbedingt die populären Leute sind, die so im Rampenlicht stehen. Aber in der Regel haben die Verkaufstexter sehr viele der Kampagnen getextet, die die Menschheit kennt. Yes, we can make America great again. Das sind alles Leute wie wir. Wie bist du zum Texten gekommen? Wie bin ich zum Texten gekommen? Also, Schreiben macht mir schon immer Spaß. Also ganz früher so Tagebuch oder Gedanken, Gefühle niederschreiben, von dem Thema her. Und dann bin ich zum Texten gekommen. Einer der Geschäftsführer von Sales Angels, ich habe ihn kennengelernt, weil wir Nachbarn waren. Und ja, ich hatte so eine Netzwerker-Zeit. Da wollte ich andere Unternehmer kennenlernen, weil ich Unternehmertum kennengelernt habe. Und dann habe ich unter anderem ihn kennengelernt. Und ja, wir kannten uns dann schon eine Weile und irgendwann war ich nicht mehr so glücklich in meinem Job. Und er hat gefragt, also er wusste von meinen Stärken, von meiner Persönlichkeit und so weiter, wie ich drauf bin. Und er hat mir dann das Angebot gemacht, ja, vielleicht kannst du uns unterstützen oder so. Und ich dann so, okay, was soll ich machen? Ja, kannst du E-Mails schreiben? Ich so,
keine Ahnung, habe es noch nie getan. Sag mir, wie ich es machen soll oder gib mir ein Buch und ich lese mich ein und ich probiere es einfach aus. Ja, und so bin ich zum Texten gekommen tatsächlich. Das heißt also gar nicht per Entscheidung, sondern ja, kannst du halt mal ausprobieren, so wie bei mir eigentlich, ne? Ja, genau. Okay. Weil es wahrscheinlich auch nicht so irgendwie populär gemacht ist. Ne? Also jetzt gerade kommt es, aber woher weißt du schon, dass du als Werbetexter Geld verdienen kannst? Zumal das, was wir machen, ne? Ja, also als ich angefangen habe, wusste ich nicht mal, was Copywriting ist und was Werbetexten ist. Ich habe das Wort vorher noch nie gehört. Also, ja, genau. Ja, ich glaube, jetzt ist es mittlerweile mehr verbreitet. Also immer, wenn ich jemand sage, ich bin Werbetexterin, das kennen die Leute mittlerweile. Also ich kannte das aber früher gar nicht. Ja, okay. Ja gut, Werbetexter in den Agenturen, das gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Das gibt's auch als anerkannten Ausbildungsberuf. Also ob das ein duales System ist, weiß ich jetzt nicht. Aber du kannst zumindest mal zum Beispiel bei irgendwelchen Studiengängen Werbetexter werden. Aber das ist ja der Werbetexter, der in den Agenturen irgendwo im hintersten Büro versauert. Und das sind die Letzten in der Nahrungskette einer Werbeagentur. Und das sind die, die hübsche Slogans schreiben. Ja, so Becherschen und Wölkchen. Ich will das nicht verachtend sagen, das ist ja auch einfach ein cooler Beruf. Aber das sind die Leute, die halt eben per Tarif bezahlt werden. Aber was ich jetzt gerade rausgehört habe, das kannte ich von dir noch gar nicht, ist, dass du dich für Unternehmertum interessiert hast. Und das hast du in einem Absatz zusammengebracht mit, ich war in meinem Job nicht mehr so glücklich. Erzähl mir bitte, was hast du vorher gemacht? Warum warst du nicht mehr glücklich und wie kamst du denn, das klingt nach Zusammenhang, deswegen frage ich. Wieso Unternehmertum? Wieso Unternehmertum? Ich habe mich irgendwann im Studium, habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu beschäftigen. Und dann hat sich für mich so rauskristallisiert, dass ich meine eigene Chefin sein möchte. Irgendwann. Und ja, das hat natürlich irgendwie was mit Unternehmertum zu tun, zumindest der Weg dahin, dann halt selbstständig und so weiter. Genau. Und ja, wichtig ist halt, dass man sich mit den richtigen Menschen vernetzt, wenn man dorthin möchte. Und diesen Schritt bin ich dann gegangen. Was hast du studiert? Betriebspädagogik und Wirtschaftswissenschaften. Ach, so blau. Blauer geht's ja gar nicht mehr. Ja. Das ist ja krass. Also du bist sehr blau. Das ist schon verrückt, oder? Also bei uns hier bei Werdeverkaufstext, das sind viele Leute mit so einem Background. Ja. Pädagogik. Warum? Also ich will jetzt mal wirklich ein bisschen graben. Deswegen verzeih mir, wenn ich ein bisschen mehr frage zu dem Thema. Ja. Warum das? Also ich meine, wir haben ja immer Motivation, wenn wir irgendwas machen. Ja. Und wenn du einen Weg einschlägst, wie ein Studium zu beginnen, weißt du, dass du den Weg etwas länger gehst. Und du bist ja dann trotzdem schon in einem Alter, wo du dann diesen zeitlichen Abstand irgendwie siehst. Verstehst du, wie ich meine? Also du weißt, ich gehe jetzt, 6, 8, 10 Semester studieren. Warum entscheidet man sich für so etwas? Ja, also man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe eine krasse Persönlichkeitsentwicklung hinter mir, weil als ich mich für das Studium entschieden habe, ich weiß noch, in dem Studium selbst hat eine Betreuerin bei einem Praktikum zu mir gesagt, ja, wenn Sie so eine graue Maus bleiben, dann werden Sie nie auffallen. So. Und ich so, oh, und das weiß ich heute noch. Und ich glaube, jetzt wird sie mich nicht mal als graue Maus bezeichnen, während sie in ihrem Personalbüro da verrottet oder wie auch immer. Als ich mich dafür entschieden habe, Personal oder was mit Pädagogik zu machen, da war ich so, da war mein Bild vom Beruf, ich sitze einfach alleine in einem Büro, irgendwo in einem, keine Ahnung, Amt oder irgendeinem Unternehmen und mache da ein bisschen so Personal und habe mit niemand aber irgendwie so richtig Kontakt, also eher so abarbeiten und so weiter. Aber das passt heute zu mir gar nicht mehr. Ich habe so eine Persönlichkeitsentwicklung hinter mir. Und keine Ahnung, warum ich mich damals dafür entschieden habe. Weiß ich nicht. Das ist interessant. Ja, ist ja cool. Ich frage ja nur deswegen, weil das tatsächlich dann eine Verwandlung ist. Ne? Und wenn dir dann schon jemand sowas sagt wie graue Maus, das ist ja schon ziemlich herausfordernd. Und das stimmte aber auch damals. Ja, ja, also das kannst du im Nachhinein sagen, aber da wirst du dich wahrscheinlich damals ziemlich angegriffen gefühlt haben, oder? Ja. Klar. Okay, also du bist in einen pädagogischen Beruf, irgendwas mit Menschen helfen oder am besten irgendwas in deinem Büro untergehen, du musst an die Front, du musst jeden Tag für dich einstehen und du musst Gas geben. Also das heißt, du triffst ja auch eigenverantwortliche Entscheidungen als Texterin.
Würdest du sagen, Texterin und Unternehmerin, das ist irgendwie ähnlich? Kann man das vergleichen? Erstmal kurz eine Frage, wie kriegst du denn hin, dass mein Bild hier klarer ist? Das ist eigentlich ganz okay, aber das ist, ja? du hast, ist das dein MacBook? Ich habe eine Logitech-Kamera dran. Ah, okay. Aber die MacBook-Kamera, die kann nicht so gut Lowlight, aber ich sage dir, dass auch die Logitech das nicht gut kann. Man sieht, du hast zwar ein Frontlicht, aber die ganze Umgebungsbeleuchtung ist dunkel. Ah ja, okay. Und die Kamera versucht das zu kompensieren. Ah ja, das ist dieses Blurry Background von Zoom. Nein, das ist auch nicht geil. Okay, dann machen wir weiter. Das kommt darauf an, was ich sage. Damals in den 50er Jahren, da wurden bei Schauspielerinnen immer solche Weichfilter drüber gelegt. Okay. Vielleicht kennst du das Model und der Schnuffler. Es gibt hier einige, die das vielleicht schon gesehen haben. Da war das ganz exzessiv gemacht. Genau. Also von daher. Gut, dass also ich nicht so hart wirke. Weil genau, richtig. Ja. Unternehmer und Texter, gehört das zusammen? Erzähl mal. Ja, also mit dem, dass ich tägliche Entscheidungen treffe, hast du gerade gesagt. Ja, genau. Und dieser Schritt, ja, passt eigentlich auch zu dem Weichzeichner, weil ich komme manchmal, glaube ich, ziemlich hart rüber, weil ich Entscheidungen treffe, im Gegensatz auch zu früher. Ja. Früher war das eher so, habe ich Entscheidungen treffen lassen und heute ist es eher so in Richtung selbstbestimmt und das eckt natürlich halt auch an. Ja, du musst auch Nein sagen können und wirst wahrscheinlich auch Nein sagen und es gibt Menschen, die damit nicht so umgehen können. Genau, ja. Hast du schon Klienten abgewiesen? Ja. Woran machst du das fest, wenn ich fragen darf? Nur so jetzt persönliche Frage. Bauchgefühl. Also ja. Wenn ich merke, also ich kriege irgendwann ein Gefühl, passt oder passt nicht. Genau. Und manchmal habe ich auch schon für die gearbeitet und irgendwann dann gesagt, passt nicht mehr, ist ja auch okay. Oder halt von vornherein, wenn es einfach auch vom Thema her nicht passt. Also es gibt so Themen, wo ich sage, ich kann's, aber es fällt mir so schwer. Das passt dann irgendwie nicht. Also irgendwie muss man sich ja auch in das Thema, muss man das Thema sich auch reinfühlen können, sage ich mal. Es ist nicht nur Technik. Das heißt, Technik. Du hast den Luxus, Nein sagen zu können. Ja. Ist das, wie ist das Gefühl, das zu können? Gut, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem so, man denkt so, ach, ich könnte es halt doch annehmen und dann wäre es doch noch mehr. Aber ist es gut, wenn man es macht? Auch wenn es schwer ist am Anfang. Aber es ist so wichtig für die eigene Entwicklung. Und auch, ja, es bringt uns alles nichts, wenn wir irgendwie viel Geld verdienen und aber irgendwie das so ganzheitlich dann nicht läuft. Also was bringt es mir, wenn ich dabei keinen Spaß habe? Da habe ich irgendwann so aufgehört, so, weil es wichtig ist die Existenz, ja, ist klar, wir müssen alle Geld verdienen und so, aber am Ende kommt es auch darauf an, wie wir das Geld verdienen und was wir dabei erleben. Aber du hast ja schon feste Klienten. Ja. Das heißt, du hast ein Basiseinkommen. Das heißt, du kannst dir dadurch sowieso schon erlauben, Entscheidungen zu treffen. Ja, genau. Ja. Wie hast du das gemacht? Also abgesehen davon, dass natürlich die Sales Angels ein Jackpot waren, ja, und dass du da, also ich sehe ja so, ich sehe das immer so, du hast die Fühler ausgestreckt, du warst auf der Suche nach etwas und dadurch hast du es eigentlich gefunden. Es ist wie so, es gibt das Gesetz der Anziehung und darüber wird gerne geredet und dann kommen wir dann bei The Secret und dann wird es plötzlich esoterisch. Aber sagen wir mal so, dass du eigentlich nur deine Antennen ausfährst und auf der Suche bist und dann tatsächlich findest. Aber du hast etwas dafür getan, dass Klienten zu dir kommen. Ist das korrekt? Ja, genau. Mehrere Dinge. Erzähl. Also zum einen ist es Netzwerk. Also die richtigen Leute kennen und sich mit denen connecten, für die arbeiten, mit denen arbeiten und so weiter. Und die wieder kennen ja auch wieder andere Leute. Genau. Und das ist so ein Multiplikatoreffekt oder halt zu erscheinen im Rahmen von anderen. Also wie bei dir jetzt zum Beispiel, ich erscheine auf deiner Website, ich erscheine in einem Interview und so weiter. Du bist Ausbilderin. Genau, und so erscheine ich halt auch in Büchern zum Beispiel und mein eigenes Buch. Also das ist halt auch ein Multiplikator, weil sobald mich jemand googelt, findet er das. Also ich frage immer Leute, wie sie auf mich draufgekommen sind und es ist immer entweder über jemand anderen oder über Amazon, weil da mein Buch ist. Oder es ist tatsächlich Google. Also ich
keine Ahnung, ich habe noch nicht so viel bei Google gemacht, aber anscheinend reicht es aus, weil der Markt einfach noch nicht so groß ist und Genau, ich es gucke ist noch halt mal. sehr nischig, gerade meine Nische ist nischig, also klein. Und wenn jemand sowas sucht, dann findet er das halt recht schnell. Du bist direkt der erste Hit, natürlich mit deinem Namen ist klar, aber es gibt mehrere, die Lisa Hoffmann heißen. Also von daher ist erstmal, du bist trotzdem der erste Hit. Warte, genau, ich wollte das fragen. Das heißt, wenn ich das richtig höre, dass du selbst für Direktakquise eigentlich noch nie was gemacht hast? Die sind immer zu dir gekommen? Durch die Dinge, die du getan hast, höre ich das richtig? Du hast zum Beispiel einen Gastbeitrag veröffentlicht, hast du mir erzählt bei Quenten, ne? War das auch gewesen? Ja, genau, ja, und darüber habe ich auch einen Kunden gewonnen schon, ja. Ganz genau. Also das heißt, Genau. das sind gar nicht so diese bitte, bitte gib mir einen Auftrag-Dinger, die du machst, sondern du Ja. positionierst dich. Ja, genau, ich habe so im Hintergrund so die Fäden gezogen, weil irgendwie war das für mich auch tatsächlich einfacher, weil so als introvertiert ist es viel einfacher, so im Hintergrund was aufzubauen, was dann dafür sorgt, dass Kunden kommen, als wenn man so nach außen gehen muss. Ist nicht so, dass ich es nicht auch tun möchte und es kommt auch und so weiter. Aber erstens mal ist dieses immer nach außen zu gehen, ist ja auch immer sehr kurzfristig. Und das andere ist halt langfristig aufgebaut. Und das Exakt. dauert zwar viel länger, aber das hab ich von Anfang an angestrebt, weil ich dann halt einfach, ja, weil mir das immer hilft, ohne zu Ganz genau. enden. Eindeutig. Okay. Und du machst mittlerweile Social Media Marketing? Immer noch nicht. Ja. Okay, dann ist die Frage fast schon gestellt, weil ich wollte eigentlich, ich hatte im Hinterkopf, du hättest was gemacht, aber dann hätte ich nämlich eigentlich gefragt, ob du Social Media Marketing machst. Und du hast das jetzt mit Nein beantwortet. Ja, Das heißt nein, so, ja. ich habe nichts Aktives gemacht. Ich habe nur meine Bilder auf Instagram geändert und in LinkedIn Ja. und Facebook. Ich habe halt alle Profile wie als Website, sowas Statisches. Also wenn jemand draufkommt, dass er wenigstens was sieht. Und bei Instagram zum Beispiel soll da jetzt auch mal noch mehr kommen. Ich habe nur einen Beitrag. Aber ich mache nichts aktiv in Social Media. Okay, das heißt also alles über den Content, den wir eigentlich sowieso tun, texten. Genau. Dein Buch ist auch getextet, das muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Richtig, Okay. genau. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Also ich hatte als ich mir eben Gedanken dazu gemacht habe, welche Fragen ich dir stelle, hatte ich so die Idee, dich nach den Emotionen vor deiner Ausbildung zu fragen oder vor deiner Tätigkeit? Das ist vielleicht viel besser. Das haben wir schon geklärt, wie du dich gefühlt hast, du warst unglücklich, was mit dem Job unglücklich, du wolltest was anderes, du wolltest dich verändern, du warst die graue Maus und hast dich komplett verändert, bist nach draußen getreten. So, und der Weg bis zu heute, bis dass du. Ich mache jetzt Texterin, ich bin jetzt E-Mail-Texterin und ich entwickle mich weiter. Ich würde gern darüber sprechen, wie der war, wie das Okay. gelaufen ist. Und mich interessieren so kleine Eckpunkte, emotionale Eckpunkte, egal was dir dazu einfällt. Ja, also eine Sache, eine Emotion beschreibt eigentlich noch ganz gut, wie es vor meiner Ausbildung war, beziehungsweise vor meiner Selbstständigkeit auch. Und zwar ich weiß nicht, ob das eine Emotion ist, aber Unsicherheit. Also Sicherheit ist Das schon ist eine eine Emotion. Emotion, klar. Genau. Also Unsicherheit war eigentlich was sehr Großes. Es ist auch nicht so, dass ich nicht immer noch unsicher bin. Also, weil das ist einfach, also ich hatte früher gar kein Selbstvertrauen, heute habe ich Selbstvertrauen, aber es darf immer noch mehr wachsen. Ja. Und Unsicherheit also hat mir in dem Sinn geholfen, indem es hat mich nicht so erdrückt. Also ich hatte keine Angst, sondern es war einfach so, was soll ich tun? Und da hat mir die Ausbildung halt geholfen, weil vorher habe ich so irgendwie so alles nach Gefühl gemacht und es war zwar gut, aber ich habe einfach keinen Plan gehabt, was ich mache dort, also beim Texten. Und die Ausbildung hat mir einfach Sicherheit gegeben, weil ich danach wusste, okay, ich habe ein Schema und nach dem arbeite ich und es ist nicht so planlos. Und wenn man diese Sicherheit hat, indem man weiß, was man tut, dann kann man sich auch selbst verkaufen, weil das ist halt auch so ein Eckpunkt, also an den bin ich oft gestoßen und stoße ich auch immer wieder, mich selbst zu verkaufen. Ich kann andere wunderbar verkaufen, aber mich selbst fällt mir viel schwerer und
Aber da hilft mir auch wieder das Texten. Weil wenn ich selbst erstmal einen Text schreibe, wie ich mich verkaufen würde, fällt es mir viel einfacher, es dann auch verbal zu tun. Genau, und mit der Zeit wachsen bei dir auch die Referenzen an. Du kannst immer mehr davon erzählen, was du gemacht hast, und dadurch steigt auch die Sicherheit. Wenn du sagst, du bist Unsicherheit, ist das Nährboden für Selbstzweifel? Ja. Also du kämpfst heute noch mit Selbstzweifel? Nicht mehr so arg. Nee, heute mache ich es einfach und sehe es eher als Spiel und ja, so. Gucken wir halt mal, was wird. Also ich habe keine Angst. Das ist cool, dass du das sagst. Weil ich sag mal so, ne, ich habe sogar heute immer noch Selbstzweifel. Und das ist ja nur die, und das ist ja nicht mehr so, dass du in irgendeiner Form daran scheiterst oder nicht mehr damit klarkommst, aber das gehört zum Prozess dazu, zum Wachstumsprozess. Ja. Für mich fühlt sich das jedes Mal so an, eine neue Ebene zu erreichen, als wenn es immer, also es ist immer wieder Neuland. Raus aus dieser berühmten Komfortzone heißt immer erstmal auch Scheiße. Ja. So, das ist jetzt halt Unsicherheit, und dann versuche ich mir auch durch Informationen jede Menge Sicherheit zu holen, aber die Selbstzweifel, die Leute versuchen das zu vermeiden wie die Pest. Wachstumsschmerzen zu vermeiden wie die Pest. Ja, man muss durch. Also man muss durch. Hört sich so blöd an und vielleicht auch hart oder so, aber ich erinnere mich auch noch an eine Sache, die du mir gesagt hast. Und ich bin halt ein Mensch, ich lasse mich triggern. Ich lasse mich triggern von Aussagen von Leuten, die da sind, wo ich hin will, wenn sie mir sagen, weil du hast mir damals gesagt, ja Lisa, da ging es darum, dass ich einen Online-Kurs mache. Und ich habe gesagt, ich möchte keine Videos drehen, aber ich wollte diesen Online-Kurs verkaufen von mir selbst und mein Wissen weitergeben. Und dann hast du gesagt, ja gut, also wenn du nicht mal bereit bist, Videos, also nicht so 1:1, aber so in etwa war es, wenn du nicht bereit bist, die Videos zu drehen und über dich hinaus zu wachsen, dann weiß ich nicht, ob das was für dich ist. Und ich so, oh, okay, mache ich. Und dann war es halt so, okay, ich beweise jetzt Mario, dass ich es schaffe, und habe dadurch meine Selbstzweifel überwunden. Und da braucht halt jeder, sage ich mal, so seinen eigenen Trigger oder Anker, wie er es schafft, sowas zu überwinden. Und mich triggert man halt. Das ist dein Muster, Lisa. Weil guck mal, das ist dasselbe, wie damals die Lehrerin gesagt hat. Lehrerin war es, glaube ich, ne? Das ist dasselbe Muster, jetzt erst recht. Ja. Du hast also das Jetzt-Erst-Recht-Muster. Es gibt in Amerika eine Art, Menschen einzustellen. Das habe ich bei Chad Holmes gelesen, so nebenbei, wen es interessiert. Und Chad Holmes führt ein Interview, ein Job-Interview, und sagt aber am Ende immer denselben Satz. Egal, wie der qualifiziert ist, egal, was der sich da, der Interviewende, was er da sagt. Ne? Er sagt am Ende immer einen Satz. Ich denke, Sie sind für den Job nicht geeignet. Und die, ja, wir die wissen, wie die sagen, Leute darauf reagieren. Ganz genau. Der stellt nur die ein, die dann anfangen zu kämpfen. Ja. Die dann aufstehen und sagen, ja gut, dann gehen die halt, und dann lässt er die auch ziehen. Und die, die darum kämpfen, die sagen, wie bitte? Hast du meine Qualifikation gelesen, du Nase? Die holt er sich dann. Ja, ja, und ich sehe das auch so ein bisschen, das ist vielleicht spirituell, aber ich sehe das schon so ein bisschen so, das Universum testet uns und will wissen, sind wir wirklich bereit, diese nächste Stufe zu gehen? Weil natürlich strengt es an. Und es ist vielleicht unangenehm und man fühlt sich in dem Moment total beschissen. Und aber ansonsten wächst man nicht, ja. Wenn man trainiert, dann wächst auch der Muskel und es tut weh. Also so ist es. Ja, also ich bin der Überzeugung, dass Schmerz einfach dazugehört. Kinder fallen auf den Popo so lange, bis sie laufen. Die fallen auf den Kopf so lange, bis sie laufen. Ja. Die schreien, sind wütend, ärgern sich über sich selbst, aber können einfach nicht aufgeben, weil sie das unbedingt erreichen wollen. Genau. Wahrscheinlich gehören alle vier Emotionen, so die großen Emotionen, dazu, um selbstständig oder Unternehmer oder was auch immer zu werden oder zu sein. Aber du hast auch eine Riesenverwandlung durchgemacht. Das ist eine Transformation. Und das trifft auf jeden zu, der diesen Weg betritt. Und heute, früher, gefällt es dir heute besser als früher? Ja. Ja, das kann man ruhig mal so sagen. Also ich meine, die meisten hier, die werden wahrscheinlich mein Webinar gesehen haben. Ey, in den 90er Jahren war ich einfach nur ein Knallkopf. Diese Veränderung ist klasse. Und auch Nein sagen zu können und auch mal Leute vor den Kopf zu stoßen, ist klasse. Das bedeutet Freiheit. Absolute Freiheit. Wie viele Menschen sind selbstbestimmt und gehen ihr Leben lang einer Linie nach, die ihnen vorgegeben wurde? In der Schule heißt es, du musst einen Job machen, Industrie und was auch immer, geh in die Industrie, geh ins Handwerk oder mach was Kaufmännisches. Jetzt haben wir heute gesehen, es gibt ein Buch der Berufe. Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich war in meinem Berufsinformationszentrum, ein kaltes, graues Kackgebäude mit noch beschisseneren Videos.
wo du dann gesehen hast, oh, so ist ein DV-Kaufmann, so hieß früher der IT-Systemkaufmann. Das ist der DV-Kaufmann. Nein, das werde ich nicht. Ich habe überall nur gesehen, was ich nicht werden will. So. Und die Leute gehen diese Linie entlang, landen in einem Beruf, der praktisch einfach nur trist ist und keinen Spaß macht. Und das ist halt eben hier anders. Und deswegen ist es cool. Ja. Ja, Verkaufstexten gibt uns halt die Möglichkeit, so zu sein, aber wir müssen auch so werden wollen. Also es ist auch eine Entscheidung, weil man sich halt oft gegen diese Norm irgendwie, man eckt halt an und es kommt auch nicht immer gut. Man wird auch irgendwie komisch angeguckt oder so. Ja, ja, also das heißt, als wir hierher gezogen sind, hat mein Sohn das erste Mal mit dem Nachbarjungen zusammengespielt und dann habe ich den nach Hause gebracht, den Nachbarjungen, hier in der Straße. Das Erste, was die Frau mich fragte, haben wir schon ein paar Monate hier gelebt. Und was machen Sie so? So, die erste Frage, immer daheim. Ich fahre ja nicht weg zum Arbeiten. Man sieht mein Auto nicht, ich bin nie weg und so. Dann hab ich dir das erklärt und sie, okay, ja, Idiot. Ja, nee, die Leute wissen auch nicht, was mit anzufangen. Also ich glaube, in dem Komplex, wo wir hier wohnen, ich glaube, die Leute denken immer, wir sind so ewige Studenten. Also mein Freund ist nämlich auch selbstständig, dann wir gehen immer mit dem Hund spazieren, wenn andere Leute arbeiten und ich glaube, wir sind, ja, oder sie denken irgendwie so Rich Kids oder so, ich habe keine Ahnung, aber so normal werden wir nicht eingestuft. Ja, und das ist so cool. Ich finde das sowas von cool. Okay, du hast gerade eben gesagt, man muss durchgehen. Das ist mir gerade hängen geblieben, deswegen habe ich mir noch ein Ausrufezeichen hier hingemalt. Mhm. Ich wollte nochmal über Trigger und Motivation reden. Mhm. Das jetzt erst recht ist aber nicht dein eigentlicher Antrieb, oder? Oder dein einziger, sagen wir mal so. Mhm. Was ist es? Erzähl mal. Also ich will diesen Antrieb verstehen. Weil ich frage mich das manchmal, warum mache ich das alles hier? Manchmal denke ich so, warum machst du die ganzen Scheiße? Aber irgendwie... Ja, manchmal hilft... Also ich frage mich das auch oft. Ich weiß aber, was ich nicht will. Und das hilft erstmal im ersten Moment. Mhm. Weil so 100%, ich... Keine Ahnung, ob das ist Warum und Vision und das ganze Gedöns... Keine Ahnung, geh dem nach, wo du was siehst, wo du hin willst und von dem weg, was du nicht möchtest. Also ich glaube, das ist viel einfacher erstmal. Es ist nicht gut, glaube ich, wenn man so nach dem jetzt erst recht, also nur um anderen zu zeigen, weil das hat ja nichts mit einem im Inneren zu tun, ist ja viel wichtiger. Also was möchte ich? Statt irgendjemand was zu beweisen. Nee, das. Und also manchmal, wenn ich so mit irgendwas unzufrieden bin und dann erinnere ich mich daran wieder, okay, ich müsste jetzt morgen früh aufstehen, irgendwo hinfahren, während es noch dunkel ist, dann verfalle ich in komplette Dankbarkeit, so um das mal so kurz zu sagen. Und wo ich hin will, ist einfach, also als ich angefangen habe, habe ich gedacht so, Unabhängigkeit, aber Unabhängigkeit ist auch eine Illusion, weil du bist, auch wenn du selbstständig bist, ein Unternehmer, bist du ja immer von jemand abhängig, von Kunden, von irgendwas, auch von den Märkten. Du setzt dir nur den Rahmen selbst. Genau. Du setzt dir trotzdem in gewisser Weise den Rahmen selbst. Obwohl diese Abhängigkeit, das stimmt vollkommen. Genau. Und was ich aber halt wollte, ist unabhängig, dass mir niemand zu sagen hat, wann ich etwas zu tun habe und wo ich es zu tun habe. Also das, was immer alle schreiben, zeitlich und örtlich frei, das hört sich so schon fast ausgelöscht und oberflächlich an. Aber wenn man das mal fühlt und lebt, ist das extrem, das gibt dir halt voll viel. Weil wenn ich mir mal überlege, ich bin so ein Mensch, ich kann mich keine 8 Stunden irgendwo hinsetzen und dann konzentrieren und das ist ja eh nicht möglich. Die arbeiten ja auch keine 8 Stunden, aber das ist für mich halt verpuffte Lebenszeit, wenn ich eine Stunde dann da rumhock. Hier mache ich dann halt irgendwas in der Zeit und kann das halt einfach meine Arbeit in meinen Alltag integrieren, ja, oder mit meinem Hund rausgehen. Andere bringen ihren Hund irgendwie in so Hundekita oder sowas und also Huta heißt es ja. Und Scheiße, heißt das keine, Huta? Ja, das gibt's. Krass. Ja, und ja, keine Ahnung. Das ist für mich eigentlich der Antrieb, sage ich mal. Meine eigene Freiheit zu haben. Geht mir genauso. Ilona und ich, wir fahren immer freitags morgens einkaufen, also fast immer freitags morgens einkaufen. Mhm. Ich erinnere mich, beim letzten Mal waren wir im Rossmann. Hier ist ein Gewerbegebiet, riesig groß. Und da fahren wir mal einkaufen. Wenn du samstags dahin fährst, dann stehst du richtig in der Schlange. Also das Stau und Action und die Leute sind natürlich genervt. Wir freitags morgens in aller Ruhe waren im Rossmann. Da stehen 2 Kassiererinnen und sind die Regale am Einräumen. Und ich beobachte und höre deren Gespräch. Da sagt die eine, oh, in 3 Stunden ist Mittagspause.
Da sagt die andere, oh ja, Gott sei Dank. Und dann sagen die wieder, aber wenn man was zu tun hat, dann geht die Zeit schnell rum. Da habe ich nur in Gedanken das hier gesehen. Da habe ich nur gedacht, da würde ich mich erschießen. Das könnte ich mein Leben lang nicht machen. Ja. Da ging es eigentlich so nur darum, Zeit rumzukriegen, weil man nicht da ist, um qualitativ Leistung zu bringen oder zu verwirklichen Zeit. Ja. Und für die Zeit werde ich dann bezahlt. Und da ist dann noch der Stundensatz, der für mit meiner Lebenszeit aufwiegt. Wow, wie viel ist denn meine Lebenszeit wirklich wert? Und das ist tatsächlich genau das. Ich sehe das an diesen kleinen Details. Ja, also ich hatte nach meinem Studium, wo es darum ging, dass ich mich bewerbe und so, das ist noch eine kurze Geschichte, hatte ich einen Traum und in dem Traum war meine Mama und es ging halt darum, okay, ich muss am nächsten Tag in dem Unternehmen anfangen zu arbeiten. Und ich habe meiner Mama gesagt, wir sehen uns nicht mehr, weil ich muss ins Gefängnis. Also ich habe dieses Arbeiten gehen irgendwo mit Gefängnis verbunden in dem Traum. Und keine Ahnung. Das ist ja auch, wenn du es bei vielen schon, ja. Ich empfinde das ähnlich. Also, weil ich kann ja nicht wirken, ich muss da absitzen. Und absitzen ist Knast. Ja. Das ist so. Ja, krass. So, was haben wir denn noch hier stehen? Ach so. Was hast du die nächste Zeit vor, Lisa? das Beste kommt zum Schluss. Ja, ich wandere aus. Oder wir wandern aus, besser gesagt. Fabian und du, ne? Ja, und Hund. Ach, ihr holt den Hund doch mit. Ja. Das war ja erst so die Waage, ne? Ob das, wie das jetzt läuft, oder? Doch. Das habt ihr klar. Geplant. Perfekte Mundo. Wohin geht's? Zypern. Zypern, ihr Steuerflüchtlinge. Ich meine diese Unterstellungen. Nein, alles gut, Lisa, ist cool. Nee, Quatsch. Ist so cool. Okay, also das heißt, wenn ich das so richtig interpretiere, bietet dir dein Beruf die Freiheit zu leben, wo du willst. Ja. Das ist fast schon selbstredend, schon klar. Ich wollte es halt nochmal erzählt haben. Okay, aufgeregt? Ja. Ist gemein, ich weiß es schon, ne? Aber das ist wieder der Punkt mit der Unsicherheit und der Punkt mit dem, was kommt da auf mich zu, raus aus der Komfortzone. Ist eigentlich immer dasselbe, ne? Du meinst jetzt bei der Auswanderung? Ja, weil das ist derselbe Punkt, den wir eben gerade hatten. Du gehst in die Unsicherheit, wenn du was Neues tust und kämpfst mit dir selber und musst wachsen, um eine neue Ebene zu erreichen, um dich zu entwickeln. Aber an der Stelle stehst du gerade wieder Neuland. Es ist wieder Unsicherheit, es ist wieder was anderes, aber es ist wieder der Weg, den du einfach durchgehst, um zu sehen, was draus wird und wieder dich entwickelst. Ja. Und ich glaube, das ist ein Lebensprinzip. Ja. Ja. Weil es ist ja, also mein Papa, der sagt immer, oder im Pfälzischen sagt man so einen Spruch, von nichts kommt nichts. Also von nichts kommt nichts. Und das ist kein Glaubenssatz oder sowas. Das ist wirklich Realität. Also wenn man nichts tut, kann man auch nichts erwarten. Und oftmals denke ich mir so, ja okay, der normale Weg wäre halt einfach gewesen, ja. Oder dann hättest du irgendwie, gut, dann hättest du halt andere Probleme. Aber das wäre irgendwie, ja, im ersten Moment denkt man, es ist einfacher. Aber im zweiten Moment denkt man so, oh Gott, zum Glück bin ich da nicht gegangen, so, ja. Und Ich hatte in den ersten 3 bis 4 Jahren immer wieder so Zweifel, dass ich dachte, will ich das hier wirklich beruflich machen? Also ich hatte Zweifel, weil ich, das liegt aber auch an mir und an meinem Leben und an meinem negativen Mindset und dass ich immer wieder an meinen eigenen Grenzen angekommen bin. Daran liegt das. Es gibt ja Leute wie du, guck mal, du bist einen anderen Weg gegangen. Du bist, sagen wir mal, zügiger oder sagen wir vielleicht sogar konsequenter hast du eine Basis aufgebaut. Ich habe zu viel rumgesponnen und however, aber wie oft habe ich gedacht, schmeiß das hin, aber dann immer wieder der Gedanke, was willst du dann machen? Wieder den Wecker klingeln, Scheiße rufen, den Berufsverkehr? Dann musst du dann doch durch die Angst durch. Ja, also ich hatte diese Tiefen aber auch. Vielleicht hat man die einfach nicht so mitbekommen bei mir. Oder man selbst sieht das ja ich hab's schon anders. Mitgekriegt. Ja, aber man selbst sieht es ja eh ganz anders wie jemand anderes. Und ich hatte auch ja so ein Jahr Findungsphase, wirklich. Also ein halbes Jahr Positionierungsphase. Ein Jahr, nachdem ich positioniert war, habe ich gedacht, okay, ich muss mich irgendwie, was mache ich eigentlich? Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es ist mir jetzt genug drüber nachdenken. Ich gehe jetzt einfach in eine Richtung, komme, was wolle. Und mittlerweile mache ich beide Richtungen. Also, weil ich
ich wusste nicht, will ich Richtung Dienstleistung oder Coaching, jetzt mache ich beides. Und jetzt machst du doch beides, obwohl du das eine nicht wolltest, ne? Ja. Ach, guck mal, cool. Mega. Ja. Ja, ich mag's. Also ich finde es total geil, deine Karriere und deinen Weg. Und ich fand es total cool, dabei zu sein, mitgewirkt zu haben, das gesehen zu haben. Denn das ist einfach ein Paradebeispiel dafür. Deswegen wollte ich so über die Emotionen reden und über Hürden, weil das einfach dazugehört. Das geht jedem so, das geht uns allen so. Aber da durchzugehen ist die Lösung zum Ziel. Und da bist du einfach ein gutes Beispiel für. Gibt es natürlich noch andere jetzt hier bei uns auch in der Ausbildung. Sebastian ist ein super Beispiel, der Uwe ist ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es noch einige andere. Aber das, weil wir jetzt zusammenarbeiten, fand ich total cool, dass du heute Zeit gefunden hast, um dabei zu sein. Ja, ja. Und die Emotion jetzt ist auch Sicherheit. Also ich weiß halt, ich könnte jederzeit, wenn irgendwie Kunden abspringen, Netzwerk anhauen oder ich weiß nicht, wie man sagt, also ansprechen. Ich könnte auch Werbung einfach mal schalten, ja. Oder irgendwie irgendwas inserieren. Also die Sicherheit ist halt, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich kann es jederzeit multiplizieren oder wie auch immer man mag. Und das gibt dir halt einfach dieses Durchgehen, also weitermachen, weil die meisten hören, glaube ich, einfach an einem bestimmten Punkt auf und sagen, ja, hat nicht geklappt, aber sie hätten vielleicht einfach noch 2 Monate länger machen müssen und so. Und das sieht man aber vorher nicht. Kein Mensch kann das vorher sehen. Richtig, das ist ein Wagnis. Das ist natürlich, das ist ein Wagnis, was dir der vermeintliche Beruf wegnimmt. Hey, komm doch in den sicheren Schoß, kriegst deine 14 Euro die Stunde oder was man da so kriegt. Und dann gib dich zufrieden mit deinem Brutto im Monat. Ja. Ja. Aber das ist ja geil, dass du das nochmal gesagt hast. Eigentlich haben wir jetzt eine viel größere Sicherheit. Das sehe ich auch so. Mein Kapital ist im Kopf. Das Kapital ist im Kopf. Ich kann immer wieder aus dem Nichts irgendwas erschaffen. Das ist absolut brutal. Ja. Ja. Und es gibt ja halt persönlich Sicherheit einfach. Ja, das, genau. Du bist nicht, und das ist auch ein Stück Unabhängigkeit irgendwo. Man ist zwar trotzdem abhängig davon, dass jemand das auch kauft, was man anbietet, aber man hat die Fähigkeit, das zu verkaufen überhaupt. Und Unabhängigkeit, Entschuldigung, sag du. Ja, und eine Sache ist halt beim Werbetexten, das habe ich lange Zeit unterschätzt, das habe ich auch von dir gelernt, ist dieses Optimieren. Weil ich dachte immer, ja, okay, dann schreibt man das und dann geht es raus und so weiter. Und ich habe immer gedacht, oh, der Mario, der optimiert sich da bis ins Unendliche. Und vor ein paar Wochen ist mir irgendwie so gekommen, krass, mittlerweile mache ich das auch. Ich mache das halt, beim E-Mail-Marketing läuft das halt auf eine andere Art und Weise. Man kann halt nachträglich nur schauen, wie es, klar, man kann auch AB-Test machen, aber man kann halt nachträglich schauen, wie es läuft. Und kann dann anhand von dem, was passiert ist und was man draus schließen kann, kann man dann, weil das ist was so schnelllebiges E-Mail-Marketing, da geht ja jeden Tag, alle 2-3 Tage eine E-Mail raus, da muss man das anders machen. Und da habe ich dann halt mir so ein System erschaffen, wie ich das hinbekomme, das zu optimieren. Sehr geil. Das weiß ich noch gar nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, nö, das weiß auch niemand. Das ist sau cool. Also das heißt, du entwickelst dich schon selbst weiter und du hast deine eigenen Strategien, die aus deinem Wissen und deinem Erfahrungsschatz jetzt rauskommen. Ja. Ja, schön. Gefällt mir. Hör ich gerne. Ich habe keine Fragen mehr stehen. Ich fand auch insgesamt ziemlich cool zu hören, dass du eigentlich so die 3 Punkte genannt hast, die ich auch immer wieder sage, in Werteverkaufstexte, auch in der Ausbildung. Ich sage immer wieder, Netzwerken, ich fand einen Spruch von, kennst du Mike Hager? Ja, den kennst du, glaube ich, ja, logisch. Mike Hager hat einen fantastischen Spruch, der heißt, your network is your net worth. Also dein Netzwerk ist dein Netto-Wert. Ja, Wert. Wert. Und das finde ich geil. Und das ist ja so, wenn du dein Netzwerk hast, dann kannst du immer wieder abrufen. Das hast du gesagt. Und dann hast du gesagt, dass du eigentlich gar nichts proaktiv tust, um Kunden zu tun, sondern eher im Hintergrund etwas tust, um vorzubereiten, dass das mehr oder weniger evergreen läuft, so wie es jetzt bei dir ja auch ist. Genau. Und dann hast du gesagt, was mir auch wichtig ist,
Es kommen nicht nur gute Gefühle und es geht nicht nur linear. Und die Entscheidung ist, sich immer wieder neu zu committen und durchzugehen. Ja. Das sind die drei Punkte, die ich heute aus dem Interview so mitnehme. Ja, man braucht einfach eine eigene Motivation. Und bei mir wäre zum Beispiel Geld keine Motivation. Hat mich noch nie getriggert, wenn irgendjemand gesagt hat, oh, ich mache jetzt die 50k, die 100k. Da denke ich mir so, okay, was mache ich morgen? Also triggert mich nicht. Und da muss halt jeder für sich selbst seine Motivation finden. Und das ist halt auch was, Verkaufstexten lernen ist eine Sache, aber dieses als Person wachsen gehört genauso dazu. Ja. Also das ist echt genauso wichtig, weil ansonsten, ja, ich glaube, sonst bleibt man da irgendwie hängen. So. Ich behaupte sogar, Lisa, dass wenn du diesen Weg antrittst, du dich automatisch in die Richtung veränderst. Du wirst zu der Person, die du werden musst, wenn du das wirklich erreichen willst, wenn du diesen Weg gehst. Ja, wenn man nicht vorher aufhört, ja. Wenn man nicht vorher aufhört, ja. Das ist halt eben eine Sache, da muss man alle, das muss man mit sich selbst ausmachen. Ja, genau. Und es ist witzig, du hast vorhin gesagt, dass du das Gefühl hast, es ging so schnell bei mir. Das Gefühl hatte ich nie. Ich war so ungeduldig. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Also ich hatte schon. Ich weiß das, alles noch, klar. Viele Phasen, wo ich so ungeduldig war und mich verglichen und so weiter. Davon bin ich komplett weg. Aber das ging auch nur weg durchs Tun. Indem ich selbst Ergebnisse für mich realisiert habe und indem ich einfach gemacht habe und sozusagen mein innerer Monk gefüttert habe mit, du kannst jetzt nicht mehr ungeduldig sein, weil ich mache was dafür. Also beschwer dich nicht so. Und mein Papa, der hat mal einen Spruch gesagt, weil der ist als Hobby ist der Imker, aber nicht wirklich einfach nur so hobbymäßig, sondern er macht auch gut Umsatz damit. Und hat irgendwann mal, also dem seine Stärke ist, sich zu vernetzen. Und der hat dann irgendwann in seinen WhatsApp-Status oder in dieses Ding, wo man einen Spruch reinschreiben kann, hat er drin stehen gehabt, Netzwerk spart Zeit. Und jetzt, wo du gesagt hast, dass ich so wachsen konnte und ich gesagt habe, okay, es lag am Netzwerk, macht dieser Spruch für mich irgendwie zum ersten Mal so richtig Sinn. Ja, ist so. Ja. Ja, guck mal, wie schnell du eigentlich durch deine Suche, Unternehmerin werden zu wollen oder dich damit zu befassen, bei Jens gelandet bist. Ja. Und wie das dann bei den Sales Angels über zu mir, weil der Jens hat dich zu mir geschickt. Mhm. Dann ging da die Ausbildung, dann kamst du zu Quenten. Das sind so, wenn man überlegt, so diese Kreise. Und dann, und das hat, das war nur die Basis von allem, was sich dann daraus entwickelt hat. Ja. Ja, und vieles, das ich früher gemacht habe oder machen sollte, was mir Mentoren oder so wie du auch gesagt haben, habe ich immer gedacht, warum soll ich das jetzt machen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und so dieses Jahr fügen sich so langsam die Puzzleteile zusammen. Also ergibt es irgendwie Sinn und ich denke so, ah, dafür war das notwendig. Und das ist halt auch so, ich habe das immer unterschätzt, so oft das zu hören, was man gesagt bekommt von jemandem. Weil ich habe immer gedacht, ich weiß noch, eine Zeit lang habe ich so gesagt, nee, ich mache das anders, Mario, ich mache das anders. Manche Dinge haben funktioniert, manche haben nicht funktioniert. Aber es ist gut, wenn man erstmal das macht, was man gesagt bekommt auch. Man soll es immer hinterfragen und gucken, ob es zu einem passt. Ja, das ist wichtig. Aber man muss es auch einfach mal machen, um danach beurteilen zu können, ist es gut oder nicht. Ja, gut. Ja, das ist das predige ich. Also du lernst Gitarre spielen, indem du erstmal Lieder anderer nachspielst, bevor du auf die Idee kommst, was Eigenes zu machen. Brauchst du andere Konzepte? Die musst du erstmal lernen, um dich dann frei zu entfalten. Dass die Nummer mit dem E-Mail-Marketing, die du eben gesagt hast, dass du ein eigenes Verfahren entwickelt hast, um dein E-Mail-Marketing zu optimieren. Das ist mit Sicherheit aus einem Erfahrungsschatz entstanden. Anders geht's nämlich gar nicht, sonst wärst du gar nicht auf die Idee gekommen. Und das sind Konzepte, die du von irgendwo übernommen hast, die sich jetzt durch dieses, ich muss jetzt was Neues haben, um meinen Prozess zu optimieren, zu was Eigenem entwickelt haben. So funktioniert's immer. Ja. Immer. Ja. So funktioniert Lernen. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, nicht immer nur zu denken. Also, kennt ihr die optionalen Typen? Kennst du die? Du gibst einem optionalen eine Liste, eine Checkliste, um Millionär zu werden. Das Erste, was er macht, ist, die Checkliste zu überarbeiten. Ja, okay, da das habe ich ja auch ein paar Mal gemacht. Ist der optionale Typ. Also dabei gibt es eine 1:1 Anleitung, damit du zum Ziel kommst und dann wird erstmal optimiert. Ist aber auch nicht so schlecht, finde ich, weil ich hinterfrage die Dinge gern. Weil in Hinsicht passt es zu mir.
Ja, ich Und dachte, das du finde ich schon bekämpfst. wichtig. Ich dachte, du wolltest gerade anfangen zu kämpfen. Können wir. Ja, ich weiß, was Nee, du ist cool. meinst. Nein, also klar, du musst natürlich irgendwann Dinge hinterfragen, um was Eigenes auch zu entwickeln und Systeme aufbrechen. Das ist einfach so, ist immer so. Ja, genau. Aber wenn man keinen Plan hat, dann sollte man erst mal auf jemanden hören, der einen Plan hat. So ist Ja. es. Gute Empfehlung. Mhm. Okay. Ich würde sagen, dann sind wir durch. Sehr Magst du schön. vielleicht noch etwas an die Teilnehmer hier in der Gruppe richten? Hier sind einige dabei, die schon in der Ausbildung sind und einige, die vielleicht mit dem Gedanken spielen. Ja. Da ist der Link hier unten. Stell Nein, jetzt. sowas sage ich nicht. Mir hat mal jemand gesagt, oder mir haben schon viele Leute gesagt, dass meine E-Mails mal, also in meiner Liste so, da ist der Link so sachte drin, dass man sich, weil ich hasse dieses pushy E-Mail-Marketing, dieses Kauf jetzt, Kauf, so. Es wird mittlerweile besser in der Szene, aber gerade die Online-Marketing-Geld verdienen Nische, die war lange Zeit so, ja, jetzt Pushy. letzter Drücker und so weiter. Und da wollte ich voll dagegen gehen, so. Und das habe ich gemacht und es kann ich halt wirklich 100% nur in meiner Liste machen, weil Kunden, für die kann ich ja nicht so schreiben, wie ich für mich schreiben würde. Ja, und da wurde mir oft gesagt, dass es sehr angenehm ist und deswegen lesen die Leute bei mir auch gern mit. Und was ich daran wichtig finde, ist, sein eigenes Sein mit reinzubringen. Also wenn man für einen Kunden schreibt, klar, dann übernimmt man dem seine Art und so weiter. Aber wenn man für sich Texte schreibt oder auch Kunden gewinnen möchte damit, ist es so wichtig, dass man die eigene Identität damit reinbringt, weil erstens man macht es halt einzigartig, es macht es persönlich, es macht es irgendwie menschlich und nur dann kann auch eine Verbindung entstehen, was dann auch passt. Also wenn ich jetzt irgendwie mich voll hochgestochen anziehe und hinsetze und irgendwie Kunden anziehe, die ich gar nicht möchte, dann habe ich ja nämlich am Ende voll das Problem, weil ich dann gar nicht mit denen zusammenarbeiten kann oder will, weil sie nicht zu mir passen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ist es halt einfacher, die Kunden zu finden, die man gerne hätte. Und daher ist es so wichtig, dass man sich selbst auch auf diesem Weg kennenlernt. Aber das hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was du Gibt aber eine gerade tolle gesagt Anleitung dazu im Kurs. hast. Authentizität und wie schreibe ich so, wie ich spreche. Ja, genau, ja. Aber war trotzdem cool. Ja, manchmal muss man auch Also einfach nochmal, jetzt improvisieren. hier unten drunter ist ein Link jetzt bestellen. Der ist zwar nicht da, aber den packe ich da gleich rein. Was sollen sie denn bestellen? Quatsch, das macht da nur Spaß, Lisa. Ja, Lisa! also für die Ausbildung, ich erinnere mich halt daran, wie ich einfach das umgesetzt habe, was du gesagt hast. Also ich habe halt diese Aufgaben umgesetzt, habe jede Woche pünktlich abgegeben. Und ja, am Ende wirst du halt nur fertig, indem du es umsetzt. Also das hört sich immer so Banane an, aber irgendwie, wenn ich es sage, dann tun mir die Leute trotzdem zustimmen und sind dankbar, dass ich es gesagt habe. Und ich glaube, es geht auch manchmal darum, so eine Extrameile zu gehen. Genau. Weil ich erinnere mich halt daran, dass ich an diesem Tisch, wo ich jetzt auch gerade hier sitze, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang jeden Morgen saß und irgendwelche Werbebriefe abgeschrieben habe. Werbeklassiker, Verkaufstexte, alles Mögliche. Und nur das hat mir geholfen, dass ich halt in verschiedene Stile reingeschaut habe, durchs Abschreiben was gelernt habe und das halt so verinnerlicht habe, dieses Schreiben. Und ja, Weißt du, was und du gerade sagst, Lisa? Du sagst gerade eins, es gibt keine magische Pille. ja, Es ist das ist einfach so. Das ist halt, Arbeit. ja, du verkaufst kein Sixpack über einen Muskelkater. Aber dafür ist er halt oft da, der Muskelkater, bis du dein Sixpack hast. Und Und so ist genau. es bei uns auch. Da gehört immer Aufwand rein, immer Arbeit. Ja. Aber es ist ja für etwas wert. Und ich sage immer, es ist ja nicht nur so, dass du dann deinen Beruf erreichst und damit erfolgreich bist. Es ist eben dahin ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung, den du dazu geschenkt bekommst.
ein besseres Selbst zu werden durch diese ganzen Geschichten. Ja, und dir deswegen, das Leben zu ermöglichen, das du möchtest. Ja, das kommt noch dazu am Ende natürlich, selbstverständlich. eigentlich treten wir sogar dafür an, ne? Aber du machst eine besondere Entwicklung durch, die dazugehört, und dann hast du auch noch ein geileres Leben. Ja, und es ist halt nicht so, dass du was tust und jemand nimmt es dir dann weg. Das kann niemand dir wegnehmen. Geht nicht mehr. Also diese Stunden, wo ich hier da gesessen habe, das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Das war einfach nur, okay, du sitzt da und schreibst es ab und denkst dir halt noch was dabei. Aber im Nachhinein kann man das erst sehen und auch beurteilen. In dem Moment, das ist das Gleiche wie die Auswanderung. Wir hatten Phasen in den letzten Wochen, da war ich kurz davor zu sagen, wir bleiben hier. Dann dachte ich, nee, Lisa, kann es überhaupt nicht geben. Ist keine Option. Und dann haben sich Lösungen gefunden. Aber dieser Moment, da kann man nicht drüber reden, dass der scheiße ist, dass er gut ist. Im Nachhinein kann ich sagen, er war notwendig dafür. Notwendig. Und das ist das, was so wichtig ist. Und ich glaube, das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Viele wollen sich davor drücken, in diese Notwendigkeit reinzugehen. Es ist auch unangenehm. Also ich habe es letztens Freunden erzählt, die Zeit, ich sage das jetzt auch online so, die Zeit war einfach nur scheiße. Da ging hier gar nichts. Beziehung war irgendwie halt total Spannung. Wir waren voll down. Ja, 3 Tage später war wieder alles gut. Und da geht's halt einfach darum, weiterzumachen, nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren und dass man es schafft. Und seine Entscheidung nicht zu verwerfen, nur weil jetzt gerade irgendwas im Weg steht, ne? Genau. Das muss dann halt aus dem Weg geschafft werden. Und das ist immer so, du hast gerade eben gesagt, du hast dich entschieden oder ihr habt euch entschieden und plötzlich kamen die Lösungen. Das ist etwas, was ich in meinem Leben echt beobachte. Ja. Die Entscheidung fällt und plötzlich ergeben sich Lösungen. Genau. Das ist einfach so. Wir haben jahrelang überlegt, wollen wir auswandern? Wir waren in Zypern, wir haben Mallorca gesehen, wir haben Portugal geguckt. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen und haben gesagt, ey, wisst ihr was, das ist zu heiß, der ganze Scheiß da unten. Mir ist das zu heiß. Portugal waren wir dann, ne? War 2018. Und wir waren vorher 2 Jahre wie die Irren auch auf der Suche nach einem Haus hier in der Gegend. Wir haben gesagt, wir bleiben in Deutschland. Es hat keine paar Wochen gedauert, da kam dieses Haus hier. Ich weiß nicht, vor 2, 3 Wochen... Die Entscheidung ist im Bauch gefallen, wir bleiben hier. Zack, plötzlich war das Haus da. Ja. Hier in der Gegend kriegst du kaum sowas. Mhm. Und deswegen, also ich kenne es, Entscheidungen treffen und plötzlich sich neu committen und immer weitermachen. Deswegen, liebe Leute, Gas geben. Ja. Und committen, nicht aufgeben. Aufgeben ist scheiße. Ja, und es ist am Ende ja für einen selbst. Man macht es ja nicht für jemand anderen, sondern für sich selbst. Und wenn man sich das wert ist, dann gibt es auch keine Ausreden. Also da braucht man gar nicht über Ausreden reden, weil, man hat nur das Leben. Gut, vielleicht hat man noch ein anderes, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wissen wir ja alles nicht. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass wir hier jetzt Gas geben müssen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Ende. Ne? Ja. Hat mich sehr gefreut, Lisa, dass du Zeit gefunden hast. Mich zu einer auch. Uhrzeit, wo ich weiß, dass du eh nicht so gerne dann noch irgendwie was machst. Deswegen umso wertvoller die Zeit, die 50 Minuten, die wir hier verbracht haben. Und ich hoffe, dass auch unsere Zuschauer, sofern sie jetzt dabei waren, beziehungsweise dann auch, wenn sie sich das nochmal anschauen, eine Menge davon mitnehmen konnten. Ich konnte. Für mich ist das immer wieder ein neues Commitment, dass das hier genau der richtige Weg ist. Ja, es ist schön, wenn man andere begleitet und dann von denen gesagt bekommt, man hat etwas erreicht. Und das ist mega. Dafür machen wir es nicht. Aber wenn wir das zurückbekommen, in Form von per E-Mail oder was auch immer, oder ein das Buch, ist einfach ein schönes steht. Gefühl. Bitte? Ein Buch, wo es drin steht. Das hast du mir geschickt. Da kam ich gerade vom Sport und dachte, boah, geil. Ist das geil. Es ist einfach ein mega Gefühl. Zeng. Lisa, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.